Gut. Dann machen wir es halt noch einmal. So, wir haben gespeichert. Ich habe dem Clan niemals geschadet. Sie hatten keinen Grund, Angst vor mir zu haben. Und alles ergibt nicht die Gesichter zu sehen. Ich habe auch den Schwierigkeitsgrad wieder runtergestellt. Weil ich es einfach wieder einmal nicht hinbekomme. Töte ihn. Schön. Da unten sind so viele Gegner. Waren das alle? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber es sieht so aus. Deswegen sage ich einfach mal nichts. Sicher ist sicher. Gut. Dann ziehen wir jetzt weiter ab zur Hüterin. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Bianca ist ein schöner Name. Ich werde es ihr ausrichten, Gänseblümchen. Sie kann euch aber nicht wirklich hören, oder? Doch, natürlich. Was soll die Frage? Moment, reden wir noch über eure Armbrust oder schon über etwas anderes? Der Vartarol ist tot. Maseranas, meine Seele ist nun leichter, da ich weiß, dass wir niemanden mehr an ihn verlieren werden. Wir haben diese hier gefunden. Ich werde sie ihren Familien zurückgeben. Wir haben Paul verloren. In der Höhle, er ist bei meinem Anblick geflohen. Direkt auf den Vartarol zu. Viele des Clans fürchten, du könntest die Verderbtheit des Spiegels oder Schlimmeres mit zurückbringen. Und wie kommen sie darauf? Ich bin ihre Hüterin, Darlin. Es war meine Pflicht, sie zu warnen. Du kannst noch immer zu uns zurückkehren. Denk darüber nach. Du musst nicht alleine leben. Müssen wir diese Diskussion wirklich erneut führen? Ihr werdet niemals akzeptieren, was ich tue. Der Illuvian ist eine Falle. Er hat uns Temlin genommen. Er hat dich zur Blutmagie geführt. Willst du wirklich zulassen, dass er dich noch weiter von der wegführt, die du wirklich bist? Und wer bin ich? Wir haben getan, was ihr verlangt habt. Haltet euch an unsere Vereinbarung. Gebt mir das Arulenhorn. Hark. Da Merrill nicht auf mich hören wird, vertraue ich euch dieses Erbstück meines Clans an. Bitte, lasst nicht zu, dass sie das tut. Den Schöpfern sei Dank. Ich dachte schon, sie könnte ihr Wort brechen. Ist es die Reparatur des Spiegels wert, dass sich euer Clan von euch abwendet? Ihr wisst, wie es ist, wenn man alles verliert, Hawk. Nicht nur unser Land und unsere Freiheit, sondern auch unsere Geschichte, Legenden, Sprache, Magie und Rituale. Selbst unsere Götter sind fort. Es ist ein Opfer, aber wenn der Spiegel auch nur einen Bruchteil unserer Vergangenheit wiederherstellt, ist es das wert.
Was hat die Hüterin damit gemeint, dass euch der Spiegel zur Blutmagie geführt hat? Die Scherbe, die ich gefunden habe, war verderbt. Ich konnte sie nicht ohne Hilfe reinigen. Die Hüterin hat sich geweigert. Sie sagte, der Spiegel gehöre in eine andere Zeit und solle auch dort bleiben. Also habe ich einen Geist gefunden. Er gab mir die Macht, den Spiegel mit Hilfe von Blutmagie zu reinigen. Ich habe noch nie davon gehört, dass Blutmagie irgendetwas gereinigt hätte. Nichts an der Blutmagie ist von Natur aus böse. Sie ist einfach eine Form der Magie, wie jede andere auch. Seid ihr wirklich so dumm? Die Macht, die den Spiegel verdorben hatte, war zu groß, um mit normalen Mitteln ausgetrieben zu werden. Hätte ich Unmengen an Lirium zur Verfügung gehabt, hätte ich das verwenden können. Aber dem war nicht so. Also habe ich das genutzt, was ich hatte. Ich hoffe, ihr könnt damit eure Arbeit an dem Illuvian zu Ende bringen. Ich glaube nicht, dass das klug ist, Hawk. Was auch immer sie mit diesem Spiegel vorhat, geschieht auf Geheiß eines Dämons. Niemand hat euch gefragt. Hab Dank. Ich wusste, ihr würdet es verstehen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Die anderen sehen mich so böse an. Spiegelbild. Eine neue Quest. Okay. Dann, ja. Es ist ja nicht alles schlimm am Illuvian. Ein Rhaegar ist ja auch durch den Illuvian gegangen. Aufgaben der Kräuterkunden. Des Kräuterkunden. Komm, machen wir das. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Erkennen die Dälisch den Unterschied zwischen Dämonen und wohltätigen Geistern wirklich nicht an? Wir haben das Nichts nie als die Heimat unserer Götter betrachtet. Es ist eine andere Welt. Die Heimat anderer Wesen. Nicht anders oder fremdartiger als zum Beispiel Orsemer. Das könnt ihr laut sagen. Aber habt ihr euch nie mit den verschiedenen Formen von Dämonen beschäftigt? Man kann sie eindeutig nach Sünden klassifizieren. Geister unterscheiden sich voneinander. Genau wie ihr und Hawk und Isabella alle Menschen seid. Mehr oder weniger... Nein, das willst du einfach nicht verstehen. Okay. Unten ist eine Truhe. Können wir mit der was anfangen? Nein, können wir nicht. Dann können wir direkt auch wieder hochgehen. Wir suchen weiterhin eine bestimmte Pflanze. Ich weiß nicht, wo wir sie hier finden, aber ich weiß, dass wir hier sie finden. Ein Fass. Nehmen wir es mit. Natürlich noch ein paar Säuräuber. Weil wir die noch nicht genug jagen. Das Spiel noch nicht umgestellt. Weiter ein Amulett. Ne, kannst du schon bleiben. Aber... Wo soll denn nur diese blöde Pflanze sein?
habe, schau. Offizier mal um. Natürlich. Ja, Terrorischer. Oh. Meine Kraft geht zur Neige. Ich verliere meine Konzentration. Wollen wir uns sehen. Sehr schön. Steht mal bitte wieder auf, Leute. Meine Kraft geht zur Neige. Und was bedeutet das hier und das hier? Perfekt. Alles wieder gut. Aber dennoch. Ihr befindet euch an einem seltsamen Ort, Ferelden. Wem? Ich wollte sagen, wem sagt ihr das? Wissen ist der halbe Sieg. Es schadet nicht, Profit daraus zu ziehen. Vorausgesetzt, es werden nicht allzu viele Fragen gestellt. Okay. Ah. Da ist es. Sehr schön. Sehr schön und sehr eigenartig, aber... Hey, wir haben's. Wir können das hier auch mitnehmen, das Amulett. Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir können also hier dorthin zur Galgenburg und ein paar Dinge abgeben. Es ist kein gutes Gefühl, wisst ihr. Was? Eine Abscheulichkeit zu sein. Ich habe gerade einen Vorgeschmack auf eure Zukunft erhalten. So dumm bin ich nicht. Unser Verhältnis ist rein platonisch. Es ist, als wäre man in seinem Körper gefangen und würde mit eigenen Augen sehen, dabei aber von jemand anderem wie eine Puppe kontrolliert werden. Und man versucht zu irgendeinen Muskel zu bewegen. Aber es gibt keinen Ausweg. Bis man das Blut an seinen eigenen Händen sieht. Hört auf, ihr macht mir Angst. Genau das ist mein Ziel. Ich habe Glück, dass ich an das Ende. Hi. Das hier gehört doch euch, wenn ich mich nicht irre. Niemand hat darauf Anspruch erhoben. Nun, da hattet ihr wahrlich Glück. Ich danke euch. Bitte, bitte. Dann haben wir die Dinge schon mal. So. Die verschwundene Patrouille. So. Berichten wir einfach mal den Kunari, was passiert ist. Können wir die Galgenburg? Weshalb ein Spiegel? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn euer Volk etwas Magisches herstellen wollte, um sich zu unterhalten, warum hat es sich dann ausgerechnet für einen Spiegel entschieden? Verbringen Elfen viel Zeit damit mit ihrem... Ich habe eure Patrouille gefunden.
Sie wird nicht wieder zurückkommen. Ihr habt mich meiner Pflicht beraubt, Basra. Wir wurden für diese Aufgabe ausgestattet, aber stattdessen habt ihr sie erfüllt. Also nehmt, was für uns gedacht war. Okay. Also er wollte sich noch beschweren. Dann gehen wir zu Herrin Shelby. Wollten wir ja sowieso mal machen. Mal sehen, was sie so für uns hat. Jeden Tag strömen weitere Flüchtlinge hierher. Ein reicher Pharrell? Natürlich nichts im Vergleich zu allem. Hallöchen. Was braucht ihr, mein Lieber? Eine Paketlieferung vielleicht? Mein Name ist Hawk. Ich habe hier einen Brief von einigen Magierfreunden. Ja, ich sehe schon. Werft einen Blick auf die Rückseite unserer Anschlagtafel, um euch unsere speziellen Preise anzusehen. Es ist gefährlich, Abtrünnigen zu helfen, wenn die Templer euch in die Finger bekommen. Eine meiner Schwestern ist eine Magierin. Sie war ein liebenswürdiges Kind und so großherzig. Sie wurde letztes Jahr zu einer Besänftigten gemacht. Die Templer behaupteten, sie stelle eine Gefahr dar. Jetzt ist es, als wäre sie überhaupt nicht mehr da. Dieses Schicksal sollte niemandem aufgezwungen werden. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Magier leiden. Seid gesegnet, mein Lieber. Ihr findet sämtliche Details auf der Anschlagtafel. Kommt einfach wieder zu mir, falls ihr euch einer der Anfragen annehmen solltet. Okay. Die Anschlagtafel ist einfach nur ein Buch. Cool. Sarkhaven hat vor 2 Monaten eine weitere Karawane mit Magiern zur Galgenburg geschickt. Ich danke allen, die bei der Rettung unserer Kameraden geholfen haben. Nun wurde einer meiner Brüder von Kopfgeldjägern ergriffen. Ich biete jedem eine großzügige Summe Goldes, der zur verwundeten Küste geht und ihn rettet. Letztlich verdankt jeder Magier seine Freiheit einem anderen, einem mitfühlenden Vetter, einem freundlichen Bauern oder einem pharrellischen Flüchtling. Sie helfen, weil es das Richtige ist und wir müssen endlich alle wieder am gleichen Strang ziehen. In den letzten 2 Wochen wurden 7 Abtrünnige gefangen genommen und schuld daran war ein einziger Templer, Sir Conrad Fernhardt. Man sollte niemals die Intelligenz eines Templers unterschätzen, aber Sir Conrad ist darüber hinaus auch noch skrupellos. Wir müssen diese Bedrohung ausschalten, jedoch ohne ihn zu töten. Das ist keine Option. Er muss entehrt und aus Kirkwall entfernt werden. Im Idealfall wird er sogar aus dem Templerorden geworfen. Zum Glück befürchten die Templer gerade von Marionetten eines Blutmagiers unterwandert zu sein. Einige von ihnen wurden abgestellt, die anderen zu beobachten. Und einer davon ist dem Lyrium verfallen und kann getäuscht werden. Sein Name ist Sir Roderick und er ist Stammgast im Gehängten Mann. Seine Aussage allein reicht aber nicht aus und darum müssen wir in der Galgenburg und der Unterstadt nach kleinsten Hinweisen suchen, um Sir Conrad zu diffamieren, bevor wir alle untergehen. Okay, haben wir hier noch reichlich Aufgaben. Diese Aufgaben machen wir dann aber in der nächsten Aufnahmesession von Dragon Age 2. Bis dann, haut rein und tschüss.